Tasse. Drehen, drehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal etwas früher. Der literarische Adventskalender. Bevor ich in die ganzen Aufgaben dieses Tages eingesaugt werde, habe ich mir gedacht, gönne ich mir, dass ich euch eine Geschichte lese. Und ich freue mich besonders auf diese Geschichte heute, die geschrieben worden ist von Jörg Arndt, einem Pastor aus Schleswig-Holstein, also aus der Region, aus der auch meine liebe Frau Dani stammt. Und er schreibt eine Menge Science-Fiction-Geschichten auch, ist jetzt mit seinem ersten Roman X-World auf der Leipziger Buchmesse mit dem C.S. Lewis-Preis ausgezeichnet worden und mit ihm zusammen in diesem fantastischen Projekt Weihnachtswundernacht zu stehen, ist natürlich eine ganz besondere Freude. Zumal seine Geschichte heute, die Science-Fiction-Geschichte, in ähnlicher Weise wie meine Science-Fiction-Geschichte von 2016 auch mit verschiedenen Szenen arbeitet. Aber wir werden sehen. Diese Geschichte aus Weihnachtswundernacht Band 6 von 2017, so ganz schön viele Zahlen, heißt Kingstar. Kingstar von Jörg Arndt. Eben noch strahlend weißes Licht, jetzt totale Finsternis, Schwerelosigkeit. Der stechende Geruch von verschmorten Kabeln liegt in der Luft. Ich fühle mich benommen. Der Bohrtechniker schwebt vorbei. Seine Kopflampe lässt einen Lichtkreis über den Boden des Schiffes wandern. Keine Panik, sagt er zu mir. Seine Stimme klingt gelassen. Ist nur eine Kleinigkeit. Das Portal hat die Schaltkreise überlastet. Er verschwindet Richtung Heck. Bald darauf leuchten Licht und Monitore auf. Ich spüre ein dumpfes Vibrieren. Die Schwerkraft kehrt zurück. Auf dem Außenschirm erscheint leuchtend blau und schön die Erde. Deswegen habe ich auch mein blaues T-Shirt an heute. Kein Zweifel, das Experiment ist fehlgeschlagen. Der Projektleiter berät sich murmelnd mit seinen Assistenten. »Es sollten wir nicht 2 Lichtjahre entfernt sein?«, frage ich ihn. Er hebt kurz den Kopf, sieht mich grimmig an, antwortet aber nicht. Ich kann ihn verstehen. 5 Jahre lang hat er das Experiment vorbereitet und nun das. Der Systemtechniker wirkt ungewöhnlich blass. »Das Funkgerät ist intakt«, höre ich ihn sagen. »Ich habe sogar schon den Mond angepingt. Alles in Ordnung. Aber ich bekomme trotzdem keine Verbindung. Mission Control, die anderen Schiffe, nichts.« Nicht mal Barkensignale. Es kann doch nicht sein, knurrt der Captain. Ich fühle, wie die Angst beginnt, mich einzuschnüren. Um mich zu beruhigen, atme ich tief in den Bauch und schaue in den Weltraum hinaus. Der glitzernde Teppich der Sterne, den der Screen mir zeigt, ist von überwältigender Schönheit. Allein für diesen Anblick hat sich die Reise gelohnt. Unwillkürlich suchen meine Augen nach vertrauten Mustern im Gewimmel der Lichtpunkte, aber ich finde keines der 4 oder 5 Sternbilder, die ich kenne, darin wieder. Naja, schließlich bin ich Journalistin und keine Astronomin. Ich strecke die Hand aus, schiebe den Bildausschnitt weiter. Ein strahlend heller Stern fällt mir auf. Vielleicht Jupiter? Ich zoome heran, befrage den Bordcomputer. »Data not available.« Er weiß es nicht. Merkwürdig. Auf der Erde wird es dunkel. Der Captain flucht. Ich beschließe, mit ihm zu sprechen. Immerhin ist es meine Aufgabe, diese Reise zu dokumentieren. Die Kingstar ist das erste Raumschiff der Geschichte, das einen Hyperraumflug versucht hat. Ein historischer Moment, auch wenn das Experiment offensichtlich fehlgeschlagen ist. Ich löse meine Gurte und schlängle mich durch den engen Gang nach vorn. Der Captain, der mit seinen buschigen Augenbrauen und dem wilden schwarzen Bart auch gut auf ein Piratenschiff gepasst hätte, dreht sich zu mir um, nickt kurz und deutet dann auf den Hauptbildschirm.
Normalerweise kann man von hier aus die Lichter der Städte erkennen, sagt er, und es klingt wie eine Entschuldigung. Der ganze Planet ist mit einem leuchtenden Netz überzogen. Und nun schauen Sie sich das hier an. Da ist gar nichts. Vielleicht ein globaler Stromausfall? Der Käpt'n wirft mir einen mitleidigen Blick zu. Mit einer Kopfbewegung bedeutet er dem Steuermann, näher an die Erde heranzufliegen. Bald durchqueren wir den Satellitengürtel, müssen uns in Acht nehmen, damit wir nicht mit Weltraumschrott kollidieren, doch die Warngeräte bleiben stumm. Mir kommt ein abenteuerlicher Verdacht. Mühsam kratze ich in meinem Kopf zusammen, was ich im Vorfeld der Reise über einsteinsche Feldgleichungen gelesen habe. Dann gehe ich zum Projektleiter und frage ihn nach seiner Meinung. Der will nichts davon wissen. Ich lasse mich nicht abwimmeln, bohre nach, darin habe ich Übung. Ja, gibt er endlich widerstrebend zu, theoretisch bestünde eine vage Möglichkeit, dass uns das Portal durch die Zeit anstatt durch den Raum gesandt hat. Aber praktisch auf keinen Fall. Alle führenden Wissenschaftler seien sich darin einig, dass Zeitreisen nicht machbar seien. Andernfalls lägen uns längst belastbare Berichte über Begegnungen mit Besuchern aus der Zukunft vor. Seine Entschlossenheit, jede weitere Diskussion über das Thema zu vermeiden, trägt nicht gerade dazu bei, meinen Verdacht zu zerstreuen. Ich wende mich wieder dem Käpt'n zu. Die Falten auf seiner Stirn bewegen sich auf und ab. Entweder sind wir in einem verdammten Paralleluniversum aufgeschlagen, oder Sie haben recht mit Ihrer Vermutung, knurrt er. Aber das werden wir feststellen. Unter uns wird es wieder hell auf der Erde. Der amerikanische Kontinent erscheint. Der Käpt'n fokussiert den Hauptbildschirm und zieht den Zoom hoch. Dort unten sollte jetzt eigentlich New York City zu sehen sein und Philadelphia, kommentiert er nach einer Weile. Er beobachtet die Monitore, wechselt zwischen den Vergrößerungen. Nichts. Los Angeles ist auch nicht da. Sehen Sie das? Fragt er einige Zeit später und deutet auf eine gezackte Linie. Das ist die chinesische Mauer. Wir blicken schweigend auf die Erde hinab, die unter uns hinwegzieht. Das Mittelmeer erscheint. Es ist ein wolkenloser Tag. Wieder hantiert der Käpt'n mit dem Zoom, deutet auf einen grauen Fleck. Rom, sagt er knapp. Ich versuche, meine Panik zu unterdrücken. In welcher Zeit sind wir gelandet? Der Systemtechniker meldet sich zu Wort. Ich habe den Bordcomputer die Planetenkonstellation durchrechnen lassen. Wir haben den 10. Mai im Jahr 5 vor Christus. Soll das heißen, dass wir in ein paar Jahren die Geburt von Jesus live miterleben können? Das wäre doch mal eine Story, sage ich. Versuche es wie einen Scherz klingen zu lassen. Niemand lacht. Möglich wär's, antwortet der Techniker ernsthaft. Vielleicht hat sie aber auch schon stattgefunden. Soweit ich weiß, hat sich der Mönch, der unsere Zeitrechnung erfunden hat, um ein paar Jahre vertan. Und was machen wir jetzt? Der Käpt'n sieht mich mit unbewegter Miene an. Wir halten uns an den Plan. Das Portal hat uns hergebracht, es wird uns auch wieder nach Hause bringen. Gut 300 Kilometer tiefer auf der Erde lief Joachim in einem prächtigen Palast nervös umher und haderte mit seinem Schicksal. Er hatte beim Würfeln verloren. Das bedeutete, dass ihm die Aufgabe zugefallen war, dem König die Nachricht zu überbringen. Eine Nachricht, die seine Majestät sicher nicht erfreuen würde. Joachim schauderte, als er sich ausmalte, was ihm bevorstehen könnte. Was war von einem Monarchen zu erwarten, der sogar seine eigenen Söhne zum Tode verurteilen ließ? Fieberhaft legte er sich die Worte zurecht und versuchte, seine Botschaft in die bestmögliche, also für ihn ungefährlichste Form zu bringen, als sich schon die Türen zum Thronsaal öffneten. Er trat ein und verbeugte sich tief. »Was gibt es?« fragte König Herodes statt einer Begrüßung. Er klang gelangweilt. »Herr, soeben ist eine Reisegruppe aus Persien eingetroffen. Merkwürdige Leute, Sternkundige.
Joachim hielt kurz inne, besann sich. »Zauberer«, fügte er dann hinzu, »Sie haben Gerüchte von einem neugeborenen König gehört und wollen ihm ihre Aufwartung machen.« »Nun, das ist«, der Monarch zögerte, »interessant. Fremde Zauberer macht man sich besser nicht zu Feinden. Lass sie eintreten.« Die Perser betraten den Saal, verbeugten sich höflich und warteten darauf, dass Herodes das Wort an sie richtete. »Mir wurde gesagt, ihr sucht nach einem neugeborenen König?« »So ist es, Majestät. Vor einigen Wochen ist ein neuer Stern am Himmel erschienen. Er weist auf die Geburt eines großen Herrschers in eurem Land hin. Jüdische Schriftgelehrte haben uns bestätigt, dass schon vor Jahrhunderten das Kommen eines göttlichen Königs geweissagt wurde und euer Volk seitdem sehnsüchtig auf die Erfüllung dieser Prophezeiung wartet. Darum stehen wir nun vor euch, um an eurer Freude teilzuhaben und den Frieden zwischen unseren Ländern zu festigen.« »Leider muss ich euch enttäuschen. Eure weite Reise war umsonst. An meinem Hof ist schon lange kein Kind mehr zur Welt gekommen.« Der König strich sich dabei über seinen grau-weißen Bart. Aber die Zeichen, wir sind ganz sicher.« Die Reisenden murmelten miteinander. »Na, könnte die Geburt vielleicht an einem anderen Ort geschehen sein?« Herodes' Miene verdüsterte sich. »Das wüsste ich auch gern. Ein Nachfolger für meinen Thron, womöglich noch als Erfüllung alter Prophezeiungen? Wenn ihr ihn finden solltet, dann gebt mir umgehend Nachricht, damit ich ihn angemessen begrüßen kann.« Er dachte einen Augenblick nach, dann fügte er zu, »Ich werde meine eigenen Schriftgelehrten befragen. Sicher können sie uns zuverlässige Auskunft geben. Ihr seid so lange meine Gäste.« Den Reisenden entging nicht, dass dies keine freundliche Bitte war. »Und wenn es diesmal funktioniert?« »Ich zucke zusammen, habe den Projektleiter nicht kommen hören. Wie ein Fels steht der großige, massige Mann jetzt zwischen den Pilotensesseln. Mit vorwurfsvoller Miene fährt er fort. Was wollen Sie tun, wenn das Portal uns diesmal wie vorgesehen 2 Lichtjahre weit in den Weltraum schickt? Von dort gibt es keinen Weg zurück für uns.« »Wir haben keine andere Wahl«, antwortet der Captain ruhig. »Ob wir nun im Raum oder in der Zeit festsitzen, läuft auf dasselbe hinaus. Aber so haben wir wenigstens eine Chance.« Er erhebt sich aus seinem Sessel. Unbeirrt erwidert er den stechenden Blick des Projektleiters. Die Männer schweigen sich an. »Plötzlich durchfährt ein gewaltiger Stoß das Schiff. Uns wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich stürze und schlage mit dem Kopf gegen einen Sitz. Was zum T...« »Ein Meteorit«, sagt der Steuermann. Er hebt entschuldigend die Hände. »Das Clear-Projekt ist noch nicht erfunden. Die Dinger fliegen hier völlig ungeregelt durch den Raum.« »Druckabfall«, meldet der Bordtechniker. »Ein Triebwerk ist beschädigt.« Seine Hände gleiten in rasender Geschwindigkeit über die Konsole, auf der es an mehreren Stellen rot blinkt. »Den Druckabfall habe ich im Griff. Die hinteren Shots sind jetzt unten, aber das Triebwerk scheint hinüber zu sein.« »Wir müssen das Portal aufbauen und zurückfliegen, solange wir noch können«, sagt der Captain. »Lässt sich der Laderaum noch öffnen, um es abzusetzen?« Der Bordtechniker beugt sich über sein Terminal. »Das würde uns nichts nützen«, wendet der Projektleiter ein. »Für den Sprung müssen wir die Mindestgeschwindigkeit erreichen. Dazu brauchen wir volle Antriebsleistung.« Der Systemtechniker stöhnt auf. »Können wir denn nicht einfach landen?«, fragte ich. »Irgendwo in der Wüste vielleicht? Platz ist doch genug da unten.« »Die Kingstar ist nicht für Landungen auf einem Planeten ausgelegt«, sagt der Captain. Seine Stimme klingt sanft, als spräche er zu einem Kind oder zu einem Selbstmörder, der sprungbereit auf einem Dach steht. »Wir können nur in Raumhäfen andocken. Das Schiff würde in der Atmosphäre verglühen.« »Aber das wird nicht passieren«, sage ich fröhlich. Die Männer schauen mich verwundert an. »Sonst müsste es doch in irgendeinem Geschichtsbuch stehen, richtig?« Keine Reaktion. »Das würde es doch, oder?«, hake ich nach. »Im Prinzip hat sie recht«, pflichtet mir der Systemtechniker bei. »Die Astrologie ist in diesem Zeitalter eine angesehene Wissenschaft. Es gibt hunderte von Keilschrifttafeln, auf denen Himmelsbeobachtungen aufgezeichnet sind.
und mir ist kein Bericht bekannt, der auf eine Raumschiffssichtung hinweist. Außerdem, wir verlieren an Höhe, unterbricht ihn der Steuermann. Unsere Schubkraft lässt nach. Der Bordtechniker vertieft sich in seine Instrumente. Anscheinend ein Leck im Energiesystem. Der Meteorit hat mehr Schaden angerichtet als gedacht. Aber um genaueres zu sagen, müsste ich nach draußen. Sparen Sie sich die Mühe, sagt der Käpt'n. Selbst wenn es Ihnen gelingen sollte, das Leck abzudichten, Sie haben es ja gehört. Wir haben keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erreichen, die wir brauchen, um durch das Portal zu fliegen. Es gibt nichts, was wir noch tun können. Meine Instruktionen für diesen Fall sind eindeutig. Unbedingt verhindern, dass die Technologie in falsche Hände gerät. Das Schiff muss zerstört werden. Es tut mir leid. Betroffenes Schweigen. Doch niemand protestiert. Ich bin wie gelähmt. Er sieht jedem von uns tief in die Augen. Dann setzt er sich auf den Kommandosessel und ruft die Selbstzerstörungssequenz auf. Er gibt ein ellenlanges Passwort ein, sein Handabdruck wird gescannt. Feierliche Stimmung herrscht an Bord. Plötzlich blinkt eine Fehlermeldung. Selbstzerstörungsanlage defekt. Ich lasse unwillkürlich meinen angehaltenen Atem ausströmen. Ist das nun Glück oder Pech? Unser Opfer zum Wohle der Menschheit? Es wird leider ausfallen. Doch was ist die Alternative? Endloses Kreisen im Orbit bis 2100 Jahre später vielleicht ein Bergungsteam unser Schiff findet und darin unsere zu Staub zerfallenen Skelette? Furchtbarer Gedanke. Also Bethlehem, sagte Melkan, der Anführer der kleinen Reisegruppe aus Persien. Es geschieht selten, dass Schriftgelehrte sich so schnell einig werden. 5 Tage nennst du schnell, warf Balthasar mürrisch ein. Melkan ignorierte den Einwand. Er zog ein Stück Pergament aus der Tasche und warf einen nachdenklichen Blick auf die Landkarte, die darauf gemalt war. Zum Glück ist es nicht weit dorthin, vielleicht 2 Stunden. Aber wie sollen wir das Königskind finden? Einen Palast gibt es dort nicht, wurde uns gesagt. Hab Vertrauen. Der Gott der Sterne hat uns bis hierher geführt. Er wird uns auch das Ziel unserer Reise weisen. Und warum hat er uns dann den neuen Stern wieder genommen? Er ist schon seit Tagen verschwunden. Ich weiß es nicht. Aber so kurz vor dem Ziel werde ich nicht aufgeben. Wir haben noch eine winzige Chance. Der Bordtechniker hat es berechnet. Wenn wir den Eintrittswinkel flach genug halten und die Teile des Portals als provisorischen Fallschirm hinter uns herziehen, werden wir unsere Raumanzüge tragen und deren Kühlaggregate mit der Hitze fertig werden, wenn die Restleistung unserer Triebwerke ausreicht, um die Sturzgeschwindigkeit abzufangen, wenn die Kingstar bei der ganzen Aktion nicht auseinanderbricht und die Wucht des Aufpralls vom Wüstensand absorbiert wird, dann könnten wir diese Mission möglicherweise überleben. Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million. Aber immerhin. Wir blicken uns an, nicken uns zu in stummer Absprache. Einige senken den Kopf zum Gebet. Der Steuermann leitet den Kurs ein. Schon bald werden wir direkt über dem Nahen Osten in einer schönen Kurve brennend vom Himmel fallen. Schade, dass ich es nicht sehen kann. Das letzte majestätische Aufleuchten der Kingstar. Niemand wird es sehen. Was für eine Verschwendung. Das war's. Wir sind durch Bethlehem durch. Balthasar klang unwillig. Ab hier kommen jetzt nur noch Felder. Was machen wir denn jetzt? Wir haben dieses kleine Kaff bereits 2-mal in allen Richtungen durchquert. Keine Spur von einem König. Und es wird schon dunkel. Sieh nur, Melkan zeigt aufgeregt zum Himmel, als fiele ein Stern vom Himmel, als fiele ein Stern zur Erde. Staunend beobachteten sie die Leuchterscheinung. Ein Feuerball zog seine Bahn vom Himmel herab, dann war es, als hielte er inne, leuchtete ein letztes Mal grell auf und verschwand. Er weist uns den Weg. Melkan schrie es fast.
lief der Erscheinung hinterher, lief so schnell er konnte und stand schließlich keuchend auf der Kuppe eines kleinen Hügels. Aufgeregt deutete er voraus: »Seht, seht doch, in dieser Richtung gibt es nur dieses eine Haus. Dort muss es sein.« Mit neuer Energie setzten die Männer sich in Bewegung. Doch als sie näher kamen, machte sich die Ernüchterung breit. Das, was da vor ihnen stand, war eher eine armselige Hütte als ein Haus. Nur ein Wetterschutz für Hirten. Es sah nicht danach aus, als könne hier ein Kind zur Welt kommen, geschweige denn ein König. Die Reisenden sahen sich verunsichert an. Schließlich öffnete Melkan die Tür. Ein flackerndes Öllicht erhellte den kleinen Raum. Ein Mann stand auf und trat ihnen entgegen. »Shalom«, grüßte er sie freundlich, »was führt euch zu uns?« »Wir suchen einen neugeborenen König«, murmelte Melkan und starrte irritiert den Säugling an, der auf einem notdürftigen Heulager in einem Futtertrog lag. Daneben saß eine junge Frau, die die Besucher aufmerksam betrachtete. »Wir haben seinen Stern gesehen.« Hammer. Lieber Jörg, Hammer, Hammer, Hammer. Was für eine tolle Geschichte. Wahnsinn. Das hat mir richtig Spaß gemacht heute und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören bei dieser 7. Geschichte aus Weihnachtswundernacht, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und freut euch auf morgen, denn morgen öffne ich das 8. Türchen meines literarischen Adventskalenders. Immer noch aus Weihnachtswundernacht, Band 6 aus dem Jahr 2017. Und ab dem 13. Dezember dann werden wir zu Weihnachtswundernacht Band 7 übergehen, dem diesjährigen Band der Projektreihe. So wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich darauf, euch morgen wieder zu begegnen. Tschüss!